So, jetzt bitte kein Geklopfe, weil ich weiß ja nicht, was die Monster machen, wenn wir jetzt klopfen. Also ich werde an eurer Stelle etwas vorsichtig. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich habe mir für die halbe Stunde relativ viel vorgenommen, aber ich denke, wir werden zumindest ein bisschen was erfahren können über Monster. Und wenn eine Kunsthistorikerin hier vorne steht, dann muss sie natürlich Bilder zeigen. Und es heißt ja auch, dass ihr Bilder von Monstern zu sehen bekommt. Und ihr seht schon zwei, das sind Ausschnitte aus größeren Bildern. Ihr werdet gleich auch die größeren Bilder zu sehen bekommen. Ihr könnt ganz gut erkennen, glaube ich, dass das Monster sind, die sehr unterschiedlich aussehen. Sie zeichnen sich dadurch aus, große Münder. Hier die Zähne sind, glaube ich, ziemlich scharf. Der scheint sehr wütend zu sein, hat einen Vogelkopf, sozusagen Vogelarme. Also eigentlich sind das ja die Füße. Dann hat hier, der hat so eine Art Krokodilsarm und komische Flügel, also wie so Urzeitwesen. Hier hinten seht ihr ein Gesicht, was wir auch gar nicht so genau identifizieren können. Also die entsprechen nicht das, was in meinetwegen Brems Tierleben oder so steht, sondern das sind ganz merkwürdige, zusammengesetzte Wesen, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnen, dass sie furchterregend sind. Also ihr sollt euch dann mal gar nicht sicher fühlen, dass die nicht zuschlagen, dass die nicht ganz gemein sind, dass die beißen, schlagen, wie auch immer. Aber interessant ist natürlich die Frage, wo findet man im Mittelalter solche Bilder, wo schlagende, beißende, schreckliche Ungeheuer sind? Du kannst jetzt nicht fragen. Du musst mich nachher fragen, wenn ich da oben am Tisch sitze. Es tut mir leid. Das ist halt so. Du musst jetzt einfach mal zuhören und dann kannst du mich nachher ganz viel fragen. Wenn wir in eine Kirche gehen und viele dieser Bilder, die wir heute sehen werden, sind an Kirchen, auf Kirchen oder auch im Inneren einer Kirche, weil im Mittelalter war es etwas anders als heute. Es gab kein Fernsehen, es gab kein Internet, es gab keine Filme, sondern es gibt Bilder, die aber, man könnte sagen, portioniert sind. Wir finden an bestimmten Stellen, finden wir Bilder, aber es gibt sehr viel weniger Bilder. Und wenn ihr sehr viel weniger Bilder habt, dann ist man auch ganz neugierig auf das, was man sieht, weil man sozusagen noch offene Augen hat, in die man viele Bilder hineinlassen kann. Und hier ist das ein großes Retabel, so nennt man das. Das sind große Tafeln, sehr große Tafeln, die auf einem Altar stehen. Das heißt, wenn ihr in die Kirche reingeht, dann geht ihr ganz weit bis nach vorne. Dort steht ein Altar. Und auf solchen Altären waren solche Bildtafeln installiert. Und die zeichneten sich auch dadurch aus, dass wir nicht nur eine Ansicht hatten, sondern mehrere Ansichten, die konnte man klappen. Also eine Seite, die nächste Seite und zu bestimmten Zeiten waren bestimmte Bilder zu sehen. Das hier ist nun das Bild, eine Geschichte über einen Heiligen, das ist der Heilige hier, des heiligen Antonius. Das ist jemand, von dem man sich erzählt hat, das wird dann niedergeschrieben, dass er in der Wüste gelebt hat, nichts gegessen hat, nichts getrunken hat oder zumindest ziemlich wenig und sich sozusagen zurückziehen wollte aus der Welt, meditieren wollte. Und diese Meditation gelingt mal mehr, mal weniger und weniger, das könnt ihr schon sehen, weil die Monster ihn überfallen. Und es ist offensichtlich am helllichten Tag. Hier sieht er noch ganz schick aus, in seinen Mantel gehüllt und hier fällt er oder ist zu Boden gefällt worden von den Monstern, die ihn angreifen, ihn zerren und ziepen, auf ihn treten. Hier ist schon die Hand im Maul des einen kleinen Monsters, was hier unten liegt. Hier gibt es noch eine besondere Figur, eine merkwürdige Figur, die sieht auch ein bisschen eklig aus, finde ich. Die hat so Ausschlag. Also das war eine Krankheit, die es zu der Zeit gab. Und ich offenbare euch jetzt, dass dieses Retabel in einer Art Krankenhaus untergebracht war, wo Menschen untergebracht waren, die eine Krankheit hatten, die wir heute gar nicht mehr kennen. Und dieses Monster ist sozusagen mit dieser Krankheit befallen, sodass die Kranken den Eindruck hatten,
Es ist sozusagen eine böse Krankheit, die sie da erfahren haben. Der Maler heißt Matthias Grünewald, das Ganze nennt sich Isenheimer Altar und es steht heute in Colmar im Museum Unterlinden. Das heißt, ihr könnt euch das angucken mit euren Eltern, ihr könnt mal dafür plädieren, dass da mal ein Sonntagsausflug gemacht wird und dann könnt ihr euch die Monster ganz von nahem angucken. Wenn wir weitergehen, dann können wir auch andere Altäre uns angucken, dieser oder Altare, Tabel richtiger gesagt, dieser, da müssten wir ziemlich weit fahren nach Danzig, das heute Gdansk heißt, im Nationalmuseum. Das ist auch ein solches Retabel, was auf dem Altar stand. Und jetzt muss ich euch ein bisschen noch erzählen, was der Inhalt dieses großen Retabels ist, weil möglicherweise wisst ihr das nicht. Die Menschen im Mittelalter hatten die Vorstellung, dass die Welt irgendwann zu Ende ist. Und wenn die Welt zu Ende ist, gibt es ein Gericht. Also man steht vor Gericht und der Richter ist in dem Fall Gott, an den die Menschen damals ganz feste geglaubt haben. Und der Gott entscheidet dann, auf welche Seite man kommt. In die Seite des Paradieses oder, das ist übrigens zur rechten Seite, oder zur linken Seite und zur linken Seite ist die Hölle. Und die Hölle ist natürlich ein unangenehmer Ort. Wir könnten auch sagen, in der Hölle leben vor allen Dingen auch so schreckliche Wesen, die natürlich ganz dolle darauf warten, dass jetzt möglichst viele kommen, die man peinigen kann. Warum kam man da rein? Gewogen wurden die Sünden, die man mitgebracht hatte, die man bis zum Ende seines Lebens zusammengetragen hatte. Ihr müsst euch nicht so viel Gedanken machen. Ich glaube, ihr seid noch nicht in der Situation, wenn ihr mal irgendwas genascht habt oder vielleicht mal euer Nachbarn geziebt habt oder zum Beispiel hier mit dem Ding klappert, obwohl ihr eigentlich ruhig sein solltet. Das zählt noch nicht. Aber wenn ihr Erwachsener seid und dann wirklich böse Sachen macht, Menschen überfallt, eine Tankstelle ausraubt oder sonst irgendwas, das kommt alles auf das Sündenkonto. So hatten sich die Menschen das zumindest im Mittelalter vorgestellt und auch heute gläubige Christen denken, dass das möglicherweise so ausgeht. Nun habe ich gesagt, es gibt gemalte Tafeln, das ist ja auch interessant. Sind das immer Malereien, mit denen man konfrontiert ist oder sind das möglicherweise auch andere Bilder? Und es gibt im Mittelalter, hier 300 Jahre vorher als die Bilder, die wir eben gesehen haben, gibt es Werkstätten, Bildhauer, die solche Steinreliefs arbeiten. Und zwar eben nicht im Inneren der Kirche, sondern am Außenbau. Und das könnt ihr jetzt hier schön sehen. Das ist ein großes Portal, an dem eine Szene zu sehen ist, die eigentlich dem ähnelt, was wir eben auf dem Danziger Altar gesehen haben. Wieder ein Richter, eine Gruppe zu seiner Linken heißt es dann und zu seiner Rechten. Und auf der linken Seite könnt ihr sehr schön sehen, dass da offensichtlich etwas gewogen wird. Gewogen wird eure Seele. Also da auf der Seele sind sozusagen aufgeschrieben die ganzen Sünden. Oder ob ihr vielleicht ganz viel Gutes getan habt, das kommt darauf an. Und wenn da aber das Sündenkonto ganz, ganz voll ist, dann muss man doch unweigerlich auf diese schreckliche Seite und da warten dann genau die Monster. Also das sind Institutionen, könnte man sagen, die einen quälen, die bösartig sind, deren Hauptaufgabe sie darin sehen, uns zu quälen, Teile von uns zu essen oder sonst irgendetwas in dieser Art. Und ehrlich gesagt möchte ich diesen Herrschaften da überhaupt gar nicht begegnen. Ob ich immer so brav bin, ist die andere Frage. Nun habe ich gesagt, das ist am Außenbau, dass wenn ihr in der Stadt etwa, das hier ist in Burgund, also auf der anderen, wenn ihr nach Frankreich fahrt, gar nicht so weit von hier, liegen große Kirchen, die an wichtigen Wegstrecken liegen. Und an diesen Wegstrecken findet ihr solche, wir reden dann von Bildprogrammen, also Bilder, die uns klar machen sollen, dass wir uns wohl verhalten sollen. Das ist im Grunde genommen so eine Art Spiegelbild, in dem gezeigt wird, ihr müsst euch anständig benehmen. Wenn ihr euch nicht anständig benehmt,
droht aber ganz schlimmes Unheil. Und an diesem Unheil sind beteiligt eben diejenigen, die wir als Monster bezeichnen. Und diese Monster, diese Art von Monster, muss ich jetzt dazu sagen, das sind keine freundlichen Genossen. So, ja? Also denen wollen wir lieber nicht begegnen. Und man hat in der Zeit, hat man sich natürlich Gedanken gemacht, wie kann man solches Unheil, was in der Welt ist, also schreckliche Dinge, die passieren, böse Menschen oder sonst irgendwas, davon abhalten, indem man ihnen eine Art Spiegelbild vorhält. Aber das Spiegelbild sind nicht Menschen, die wie wir aussehen, sondern das sind eben solche Monster. Und ihr könnt hier an diesen beiden Pfeilern sehr schön studieren, wie diese Monster zugange sind, wie sie beißen, treten. Hier nochmal ganz deutlich, und ihr seht hier ein armes Menschlein, der wird hier schon gezwackt. Von der anderen Seite nähern sich Monster, die sich aber auch gegenseitig gegenüber nicht besonders freundlich gesinnt sind. Also Monster sind auch untereinander, haben die offensichtlich ein, man würde heute sagen, ein nicht so wirklich tolles Sozialverhalten. Also die sind sehr, sehr schlecht zu genießen für uns. Jetzt kommt ein Phänomen, was ihr nur sehen könnt, wenn ihr offenen Auges durch die Welt lauft. Und offenen Auges durch die Welt laufen heißt auch manchmal nach oben gucken. Und wenn ihr nach oben guckt, dann könnt ihr sehen, dass es oben an den Dächern von Kirchen, hier zum Beispiel in Bern oder in Paris, dass es da Monster gibt, die offensichtlich auf dem Dach wohnen. Und eine bestimmte Aufgabe allerdings erfüllen. Die erfüllen die Aufgabe, das Wasser zu sammeln und das Wasser von der Kirche wegzuhalten und auszuspucken. Deshalb nennt man die Wasserspeier. Und das Speien ist auch etwas, was wir aus mittelalterlichen Beschreibungen kennen, was man zur Abwehr von Übel macht. Also wenn man sozusagen sich von den Monstern weghalten will, dann gibt es auch sozusagen eine Tendenz, man spuckt in die Gegend herum, und genau diese Wasserspeier zeigen uns, wie das vonstatten gehen kann. Sie sehen hier, oder ihr seht ein wunderbares Monster, das schon einen Menschen in seinen Fängen hat, ihm wahrscheinlich nicht was Gutes antut, einen riesigen Mund hat und aus dem schoss das Wasser aus der Dachrinne herab auf den Boden, der um die Kirche lag. Und hier auf der anderen Seite auch ein Monster, allerdings in Paris, an Notre Dame, mit einem langen Ziegenbart, solchen Hörnern. Also Hörner sind ein gutes, wenn ihr mal so ein Wesen mit Hörnern seht, was nicht eine Kuh ist oder ein Rind oder irgendwas, was ihr kennt, würde ich an eurer Stelle vorsichtig sein, weil dahinter könnte sich etwas verbergen, was ich unter Monster charakterisieren würde. Was ihr euch bestimmt gefragt habt oder was ich mich fragen würde, wäre, wenn ich an eurer Stelle hier sitzen würde, ja, wissen Sie oder wisst ihr eigentlich irgendwas über die Orte, wo Monster leben? Ja, das denke ich mir. Aber ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich weiß das nicht so genau. Die existieren eigentlich eher in meinem Kopf, als dass ich sagen könnte, wo ich die vermuten würde. Wir denken manchmal, die sitzen vielleicht unterm Bett oder irgendwo in meiner unmittelbaren Umgebung, aber eher sind es ja Fantasiegestalten. Und jetzt müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Wir müssen einmal sehen, dass es diese bösartigen, gierigen, fresswütigen, strafenden Monster gibt und dass es die Vorstellung gibt, dass es vielleicht auch Monster gibt, die man als Monster bezeichnet, die aber eigentlich so ganz freundliche Zeitgenossen sind. Und wenn man dann guckt, was uns interessiert, ist auch, wo finden wir eigentlich etwas über Monster beschrieben in Texten. Und dann gehen wir zurück bis in die Antike, also bis in die Zeit vor dem Mittelalter. Und da gibt es einen interessanten Autor, Plinius, der eine Naturgeschichte geschrieben hat. Und der beschreibt schon sehr genau das, was er Monster nennt, aber was er mit Monstern beschreibt, sind Menschen, Figuren, die aber durch ihre bestimmten Deformationen als monströs, als Monster bezeichnet werden. Also die haben
Vielleicht keine Arme, vielleicht keinen Kopf oder zu große Füße oder sonst irgendetwas. Und diese andere Art von Monstern, diese doch recht freundlichen Monster, von denen hat man sozusagen den Versuch unternommen, zu gucken, wo die denn auf der Erde angesiedelt sein können, weil sie uns gar nicht so fremd sind, sondern eher dadurch, dass sie auch eine menschliche Gestalt im Kern haben, dass sie möglicherweise uns nahe sind. Und dazu nehmen wir, pass auf, dass das Monster kommt, dazu nehmen wir jetzt in Anspruch die Weltkarten. Die heißen auf Latein Mappae Mundi, also Weltkarten, die aber schon ziemlich anders funktionieren, als wir das vielleicht gewohnt sind. Ihr wisst, die Welt ist eine Kugel. Ihr könnt hier sehen, eine Aufnahme aus einem Blickwinkel von denjenigen von der Apollo, die auf den Mond gefahren sind und von ganz oben einen Blick auf die Welt geworfen haben, uns davon Fotos mitgebracht haben. Auf der anderen Seite seht ihr eine mittelalterliche Weltkarte, die aber eine ganz andere Funktion hat. Dass sie so flach ist, heißt in dem Fall nicht, dass man die Vorstellung hatte, die Erde wäre eine Scheibe, sondern die Karte selbst hat eine Funktion, unterschiedliche Wissensformen auf dieser Karte zu vereinen und uns zu informieren. Zum Beispiel seht ihr, glaube ich, ganz deutlich, dass hier überall Texte stehen. Und diese Texte sind lateinisch, wir haben jetzt keine Zeit, die zu übersetzen. Aber in diesen Texten wird beschrieben, worum es eigentlich oder wozu diese Karten gut sind. Die Karten beschreiben unterschiedliche Tiere, sie beschreiben die Geschichte der Welt, sie beschreiben Wissen, was sonst in großen Enzyklopädien im Mittelalter enthalten ist, also in großen Büchern, die das ganze Wissen um die Welt verbreiten. Und diese Karten überlagern gewissermaßen diese unterschiedlichen Arten von Wissen. Und wenn ihr jetzt genau guckt und nicht immer sozusagen den Deckel rauf und runter schiebt, weil das stört, glaube ich, schon ein bisschen die anderen, die gerne zuhören möchten, dann könnt ihr ganz gut sehen, dass hier an den Rändern etwas anderes zu sehen ist. Und an diesen Rändern finden wir nun die eigentlich doch ganz liebenswerten Monster, die, wenn man die genau beschreibt, sich dadurch auszeichnen, dass sie irgendwie besonders aussehen. Also einerseits sehen sie auf den ersten Blick, denkt man, ja, das sind da Menschen, die an diesen Rändern der Welt angeordnet sind. Und zugleich kann man sehr genau sehen, dass sie der hat irgendwie keinen richtigen Kopf, wenn ich das sehe, und Füße, die auch nicht unsere sind, sondern Paarhufer. Der hier hat, na, also wirklich keine Arme. Der, bei dem weiß man auch nicht so genau, die Beine sind ein bisschen kurz geraten. Der hat eine Art von Arm, was offensichtlich sich um den ganzen Kopf herumschließt. Hier ist jemand, der vielleicht auch gar kein Gesicht hat. Hier, der ist ja auch ganz, ganz nett anzusehen. Der hat also einen Unterkörper auch von einem Tier und so weiter. Wenn ich jetzt jedes Monster beschreiben würde, würdet ihr sicherlich sagen, ja, das ist ja schon auch vielleicht nicht so furchterregend wie das, was wir zuerst gesehen haben. Aber es ist wie etwas, was ihr nicht kennt, was euch fremd ist. Und genauso ging es den großen Seefahrern. Man hat im Mittelalter große Strecken auch überwunden, indem man mit dem Schiff gefahren ist oder zu Pferd. Und es gab Menschen, die sind so weit gekommen, dass sie von hier aus etwa bis nach Indien oder China gereist sind. Nun hatten diese Menschen, die waren darauf vorbereitet oder hatten die Idee, dass wenn sie so weit reisen, sie möglicherweise ganz Fremden begegnen. Also die Angst vor Monstern war nicht ganz klein und die haben dann vorher vielleicht sogar ihren Plinius gelesen und hatten die Idee, dass an diesen Rändern der Welt, also in Indien oder Afrika oder irgendwo, was zumindest nicht ihrer Heimat entsprach, dass sie genau solche doch freundlichen, aber sehr andersartigen Monstern begegnen würde. Und wir haben solche Beschreibungen überliefert, aus denen wir sehr schön ersehen können, was die sich vorgestellt haben und wie wir uns diese Monster eben vorstellen müssen.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, dann könnte ich euch, ich habe vielleicht eine wichtige Information jetzt noch nicht gegeben, nämlich die Information, wie groß sind eigentlich diese Karten? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, hier auf der Leinwand sehen die nicht so groß aus. Aber wenn ich euch sage, dass die 3,60 Meter hoch sind und auch etwa 3,60 Meter breit, dann ist das natürlich schon eine enorme Größe. Und diese nächste Karte, die ich euch zeige, die ist auch ziemlich groß, aber nur halb so groß wie die sogenannte Ebsdorfer Weltkarte. Und die Karte in Hereford in England zeichnet sich dadurch aus, dass sie heute noch an dem Ort ist, an dem wir sie gerne sozusagen sehen würden, um eine Art Einsicht zu erfahren, wo sind denn diese Bilder, wo konnte man die finden? Und in dem Fall kann ich euch verraten, man fand sie auch in der Kirche. Wir würden ja nicht erwarten, dass in der Kirche sowas wie Weltkarten oder Weltbilder oder irgendetwas so ist, aber das war im Mittelalter war ein Ort für viele interessante Bilder, war die Kirche. Und man spricht in dem Zusammenhang auch von sakralen, heiligen Bildern. Und wenn man Bilder außerhalb des kirchlichen Raumes findet, dann spricht man von profanen Bildern. Profane Bilder hatte man nicht so viel. Also normalerweise hatte man zu Hause eigentlich so gut wie keine Bilder. Und damit ihr nicht so nur denkt, ja, das sind so Einzelgestalten. Nein, wenn ihr ganz viele Handschriften, also Handschriften heißen Bücher, die mit der Hand geschrieben sind, die sind in Klosterskriptorien verfasst worden oder auch an anderen Orten. Und in diesen Büchern findet ihr manchmal auch so etwas wie dieses Buch, was ich hier mitgebracht habe. Das ist heute in der britischen Library, also in einer der größten Bibliotheken dieser Welt. Und das hat eine Signatur. Und das heißt Wunder des Ostens. Und da könnt ihr schon sehen, Wunder des Ostens. Also offensichtlich ist das eine Art Reisebeschreibung, in dem jemand niederlegt, was er an diesen fernen Orten, wo er hingereist ist, welchen Arten von Monstern er begegnet ist. Und das ist sehr viel später als das, was wir jetzt auf der Karte auf der anderen Seite sehen. Das heißt, es gibt eine lange, lange Bildtradition, so nennen wir Kunsthistoriker das. Das heißt, Bilder setzen sich fort und werden weiter tradiert und sind dann Bestandteil dessen, was wir als Bildgedächtnis auch bezeichnen. Und hier haben wir jetzt ein ganz interessantes Monster. Das heißt nämlich Panoti oder Allohren. Ja, Allohren, warum heißen die denn Allohren? Ja, weil wenn man denen begegnet, hat man den Eindruck, da sind die Ohren so groß, dass man eigentlich nicht weiß, wofür brauchen die so große Ohren. Die fangen natürlich da an, wo wir auch unsere Ohren haben. Und dann sind die so lang, dass man die sich um den Ärmel wickeln muss. Nicht ganz praktisch, könntet ihr denken, wenn ihr euch vorstellt, ihr müsst immer solche langen Ohren mit euch herumschleppen. Ihr könntet aber auch zuhören und erfahren, dass diese Ohren eine ganz bestimmte Funktion hatten. Wenn es kalt wurde, dienten die als Decke. Also man hat seine eigene Nachtdecke mit sich geführt, indem man das sozusagen runtergelassen hat und sich in diese Ohren eingewickelt hat. Das ist mal die eine Funktion. Schon ganz praktisch. Die zweite Funktion ist noch interessanter, weil man kann diese, oder die wird behauptet von diesen Allohren, dass man die auch aufspannen kann, also so weit nach außen, und dann sind das sowas wie Flügel. Das heißt, diese Panoti oder Allohren konnten auch fliegen. Also ihr seht, diese Deformationen, die man diesen Monstern unterstellt, sind gar nicht funktionslos, sondern man hat für diese Deformation jeweils eine Erklärung gesucht und diese Erklärung ist immer relativ praktisch orientiert. Dann gibt es zum Beispiel noch, ich beschreibe einfach mal so verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Monster ganz furchtbar auskragende Lippen hat. Ja, was macht man denn damit? Ja, damit kann man sich schon auch vor der Sonne schützen. Da ist zwar der obere Teil sozusagen der Sonne ausgesetzt, aber alles, was unten ist, liegt unter diesen
weit auskragenden Lippen. Man kann auch ganz, ganz große Füße haben. Und ganz, ganz große Füße sind auch für gewisse Funktionen vielleicht hinderlich, aber vielleicht sind sie auch ganz praktisch, wenn man die Beine hochklappt und es auch wieder als Sonnenschutz benutzt. Also ihr seht schon, es gibt offensichtlich bei diesen freundlichen Monstern und bei ihren Deformationen, ihren Monstrositäten, so nennt man das, gibt es immer wieder Erklärungen, die sich schon Plinius gemacht hat, also dieser Autor der Antike, dieser Schreiber. Aber das wird auch weiter tradiert bis in die Zeit des ausgehenden Mittelalters, bis ins Spätmittelalter. Und dann gibt es auch Vermischungen mit anderen Vorstellungen. Zu den Monstern gehört auch eine ganz interessante Gruppe, die sogenannten wilden Männer. Die wilden Männer, denen würde ich ja auch so nicht ganz sozusagen vertrauensvoll entgegenkommen. Woran erkennt man wilde Männer? Also meistens haben sie sozusagen eine Keule in der Hand, mit der sie andere erschlagen. Aber erkennen tue ich sie vor allen Dingen daran, dass sie von Fuß bis Kopf vollständig behaart sind. Und wenn sie so behaart sind, dann solltet ihr vorsichtig sein und euch überlegen, ob man diesem Monster wirklich trauen kann. Und in dieser sozusagen Vermischung fängt man an, auch über andere Monster, die man eigentlich als freundliche Monster bezeichnet hat, nämlich hier zum Beispiel die Blemier oder Bauchdenker, die sich dadurch auszeichnen, dass sie keinen Kopf haben. Also das sind kopflose Wesen, die ihr Gesicht eigentlich in der Region haben, wo ihr sie nicht vermutet werden, nämlich hier an dieser Stelle. Deshalb heißen die natürlich dann Bauchdenker, weil die müssen ja sozusagen mit diesem Teil, wenn sie keinen Kopf haben, müssen sie eben anderswo denken. Eigentlich sind die freundlich gedacht. In dem Moment, wo ich aber sehen kann, dass sie so behaart sind, wie in dieser dänischen Kirche in Dalbnida im Gewölbe, so Anfang des 16. Jahrhunderts, 1511, da wäre ich an eurer Stelle ziemlich vorsichtig, wenn ihr denen begegnet, weil die gelten dann eben doch nicht mehr als freundlich. Also wir sehen, es gibt sehr unterschiedliche Kategorien von Monstern. Es gibt diejenigen, die wirklich ganz furchterregend sind, gräuslich sind, die fresssüchtig sind, die uns Arges antun wollen. Aber es gibt auch die Monster, die zum Beispiel ja eher freundlich gesinnt sind. Wenn ihr vielleicht diese Unterhaltung auf nachher verschieben könntet, wäre ich euch ganz dankbar. So, es ist also so, dass diese Monster, wenn ich frage, welche Bilder gibt es von Monstern, dann könnte ich auch in einer wissenschaftlichen Abhandlung erstmal anfangen, Kategorien zu bilden und zu sagen, es gibt unterschiedliche Arten von Monster und es ist immer die Frage, wo sie zugeordnet werden. Und ich finde ja, dass ich ganz gerne mal diesen von mir aus den Allohren begegnen würde oder auch diesen Bauchdenkern. Aber ich weiß nicht, ob ich den Monstern begegnen würde, die hier am Anfang gezeigt wurden, die eben wirklich so im Bild erscheinen, als wenn sie besonders gefährlich sind. Also ich denke, ihr müsst euch euren eigenen Reim darauf machen, wie mit diesen Monstern umzugehen ist und wovor ihr Angst haben wollt oder nicht. Aber auf jeden Fall rate ich euch, nicht immer zu klappern, sondern vorsichtig zu sein, weil ihr wisst auch gar nicht, ob ich nicht vielleicht so eine kleine Tüte mit Monstern mitgebracht habe, die euch dann, wenn ihr jetzt gleich hinausgeht, die euch dann in die Beine zwacken. Ja, also ich glaube, die benehmen sich noch ganz gut, aber man weiß es nie. Ich wäre an eurer Stelle etwas vorsichtiger. So, ich bin sozusagen fertig, aber ihr bleibt noch schön sitzen und hört mir noch einen Moment länger zu. Das gehört dazu, wenn man an der Universität ist. Da dauert es immer ein bisschen länger, als man am Anfang gedacht hat. Und wenn ich heute über Monster gesprochen habe, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen und solltet ziemlich neugierig sein, wenn mein Kollege, der Neurologe Yaldizli, nächste Woche euch was zu erzählen hat über die interessante Frage, wie funktioniert das Gehirn?
Ich könnte jetzt Herrn Jaldisli noch eine Mail schreiben und sagen, wie funktioniert das Gehirn von Bauchdenkern? Vielen Dank.